Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 TF2-Projekt. Heute wieder als Polizist bietet Herr Wartlinger unterwegs. Und mal gespannt, was heute auf mich zukommt. Hallo, Herr Wartlinger. Hallo, Herr Kolmleiten. Na, alles fit? Alles super. Alles super. Das ist perfekt, Herr Kolmleiten. Ja. Wir haben uns vorher doch gesehen. Ja. Wissen Sie, was mir da aufgefallen ist? Nee. Verfügt Ihr Traktor über eine Warneinrichtung? Ja, ja. Ja, was macht man, wenn man auf der Straße stehen bleibt? Die auslassen, oder? Nee, natürlich anmachen, damit der Verkehr weiß, dass da gehalten wird, ne? Genau, genau. Alles klar, passt. Nächstes Mal einfach anmachen, gell? Ja. So, dann fahren wir mal. Naja, Kolmleiten, Sie fahren heute. Ich bin nicht heute in Stimmung, also, Sie verstehen, was ich meine? Ja. Okay. Herr Wartlinger, gibt es eigentlich schon Neuigkeiten wegen meinem Traktor, der da entwendet wurde? Wir haben das an die KTU weitergegeben und die sind jetzt gerade am Ermitteln. Also das ist eine reine Ermittlung, das machen ja nicht wir. Ja, okay. Macht dann die Kriminalpolizei, gell? Ja. Wohin geht's denn? Wohin sollen wir fahren? Ja, fahren Streife. Ja, okay. Wir haben bestimmt schon... Packe. Ja, was? Wir werden bestimmt schon ein paar Lokübel finden. Ja, das denke ich auch, Ah, der Passat ist schon was Feines, gell? Ja, ohne Scheiß, den finde ich schick. Der Hof vom der Hof vom Rosenberg, der ist nicht so fein. Ja, das ist der Hof? Ich bin vorhin vorbeigefahren, was ist das denn für ein Schandfleck hier? Einfach nur eine Fläche. Ja. Eine jämmerliche kleine Fläche, genauso wie er. Nein, okay. Ich war vorhin bei der Feuerwehr, was ist denn da los? Ich glaube, die haben neue Fahrzeuge oder so, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. So. Ich mische mich da immer nicht ein, das ist den hier Ding. Ja, klar. Hab mit meiner Polizei und mit dem Forst genug zu tun. Ja, das glaube ich wohl, Wie läuft denn so das Forst-Business? Ja, eigentlich ganz gut. Ich warte jetzt noch auf eine Erweiterung, weil ich muss da noch mit dem Bauhof reden. Weil wir quasi hinten erweitern wollen mit Holzlager und Lagerstätten und auch noch ein Haus und sowas, damit wir mal ein bisschen weiter, weil wir jetzt internationale Aufträge kommen leiten, gell? Ja, und da müssen wir jetzt halt expandieren mit der Firma. Ja gut, das muss, ne? Das muss. Ja, deswegen müssen wir ein bisschen aufbauen und dann können wir richtig schön holzen. Wir haben ja vorhin den Wald da gesehen, gell, wo wir gesehen haben. Genau. Habe jetzt gerade nochmal was angesehen, deswegen war jetzt gerade im Traktor. Ja, wo ich drauf gefahren bin, habe ich es gesehen, ja. Genau, genau. Haben Sie sich schon eingestempelt? Ja, klar. Okay. War oben und jetzt. Ja, wir haben übrigens das Auto runterbringen lassen, gell? Ah, wunderbar. Steht jetzt wieder an Ihrem Hof. Ja, cool, danke schön. Genau. Herr Kolmleiten? Ja. Haben Sie einen Tempomaten drin, oder wie der will das verstehen? Ja. Dass sie 60 fahren auf der Landstraße. Ich dachte, weil wir uns hier unterhalten, da muss man ja auch ein bisschen die Straße im Blick haben. Da wollte ich jetzt nicht komplett 100 fahren. Sie können nicht beides. Was machen Sie da, wenn Sie mal alleine im Auto sitzen und funken müssen und fahren müssen? Da wird es aber stressig. Um Gottes Willen, das kriege ich schon irgendwie hin. Nur ich wollte halt, kein Risiko eingehen. Ne? Also der Vorsichtige quasi. Ja. Ja, fahren Sie mal, jetzt fahren Sie mal links, wir fahren mal in den Stadt rein. Die guten R-Bremsen, ne? VW R-Line. Fahren wir wieder auf der Autobahn. Da haben Sie jetzt schon Erfahrung auf der Autobahn, gell? Ja. Nicht wundern, ich esse nebenbei mein Bio-Hafermüsli. Alles gut. Hab halt noch gar nichts gegessen. Nee, alles gut, essen Sie ruhig, gar kein Problem. Wissen Sie, da schmeckt mir das Bio richtig raus. Oh, hier links oder was? Oder? Ja, wir es wollen, über die Autobahn oder da links? Oder fahren wir über Autobahn. Rein. Ein bisschen den Wagen hier wieder ausfahren, das war da echt toll. Herr Meinens, dass die Leistung drin bleibt ja. Im Auto. Ja, genau. Verstehe ich. Ja, machen Sondersignale an. Können Sie entgegengesetzt auffahren? Nein, was machen? Wo fahren Sie denn jetzt hin? Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, dass wir das dürfen.
Ja, natürlich dürfen wir das. Da steht Polizei an der Seite. Wir sind die Macht. Hey, komm, Leuten. Wir haben die Macht. Kennen Sie das von Star Wars? Ja. Was ist Star Wars? Aber jetzt sind wir... mit dieser geilen Leia. Oh ja. Aber jetzt sind wir doch Geisterfahrer. Ja, sie hätten ja auch rüberfahren sollen. Ach so. Ja, warte. Da vorne fahren wir rüber, ja? Ja, ja. Das ist schon besser. Jetzt können Sie das Sondersignal auch ausmachen. Super. Hat jemand gesehen, hätte du. Ja, wie gesagt, wir haben die Macht. Können alles machen. War natürlich nur ein Scherz. Was haben sie denn jetzt gemacht? Haben sie jetzt mein Auto kaputt gemacht? Nein, natürlich nicht. Ich habe hier, ich habe eine kleine Sünde als Biobauer eigentlich. Ich trinke ab und zu mal gerne so ein Monster Energy. Aha. Doping. Doping für die Haare. Alpizin haben sie schon mal hergenommen. Nee, noch nicht. Sie? Noch nicht. Ja, schauen Sie mal meine Wunderpracht an da oben an. Sie meint es, ich brauche da irgendwie Alpizin oder was? Nee. Mein Alpizin ist Bio-Hafermüsli. Mit Betonung auf Bio. Ich weiß ja, Sie sind ein bisschen Dings da, gell? Ja, wir sind Bio veranlagt, ne? Aber keine Sorge, ich bin nicht so ein Terror-Bio-Bauer, der alle auf Bio trimmt und sowas, ne? Jeder das habe ich, hab ich bei unserer ersten Begegnung gemerkt, ja, dass nicht so einer sind. Als ihr Nachbarn da zurechtweisen wollten, gell? Stimmt, aber ja, was? Ach, ja. Ja, Herr Kohlleitner, Sie sind mir schon eine. Eieiei, da war ja wirklich was. Das hab ich total vergessen. Ja, ich bin zwar alt, aber ich hab kein altes Gedächtnis. Oh, Vorfall achten, ne? Gut. Wo haben sie denn immer den Dialekt auf einmal her? Welchen Dialekt? Manchmal so ein Dialekt, dann wieder keinen. Ach so, Entschuldigung, das weiß ich nicht, woher das kommt hier. Keine Ahnung. Wo sind wir denn jetzt? Das schmeckt einfach wie Sonne. Die Sonne mit Schokoüberguss. Das natürlich ist... aus ökologischem Anbau. Der Schokoüberguss oder was? Ja klar. Das ist nur von glücklichen Schokobohnen. Die werden tagtäglich gestreichelt. Ja, verstehe ich wohl. Ja, finde ich toll. Jetzt fahren sie außerorts 120, ist auch... Entschuldigung, jetzt war ich hier voll... Vor lauter Schokobohne. Ja, genau. Gell? Ja. War da gerade so stolz drauf, dass sie die streicheln? Ja, ich doch nicht. Meinen sie, macht das selber? Ja, hätte ja sein können, dass du zu Hause irgendwie ich hab doch keine Zeit, Schokobohnen zu streicheln. Hätte ja sein können, dass du die zu Hause züchtest. Dass sie sich zu Hause züchten, Entschuldigung. Daheim streichle ich nur die Valerie. Wer ist denn die Valerie? Kennen sie nicht, die von... Frau von Breidenstein, die Schwester vom Bürgermeister. Nee, habe ich noch nicht kennengelernt. Ja, das ist mein Perle. Ah. Ja. Na, ist doch schön. Ja, der Rosenberg meinte immer, er muss da ein bisschen neifuchsen, aber es ist schon so sehr eifersüchtig. Ja, der Rosenberg? Ja, klar. Der Rosenberg ist auch manchmal ganz komisch, du. Ja, das stimmt. Immer weiter geradeaus, gell, wir wollen in die Stadt. Ja. Aber das vorhin noch dazu geht, das mit der Macht war natürlich ein Spaß. Wir müssen uns immer an die Verhältnismäßigkeit wenden, gell? Ja, klar, ich hab den Spaß schon verstanden. Ja. Okay. Weil Machtmissbrauch ist ganz, ganz schlimm. Echt? Ja. Wenn sie das ausnutzen, was für Macht sie haben, dann ist das schwierig. Können Sie sich das vorstellen, warum das schwierig ist, Herr Kolmleiten? Ehrlich gesagt nicht so richtig. Oh, Barriere ist weg. Sauber. Und innerorts. Ah, jetzt wollte ich es gerade sagen, gell? Wollte ich gerade das Lasermessgerät auspacken. Für uns selber, oder was? Ja, klar. So, jetzt schauen wir, ob wir eine schöne Kontrolle machen können da irgendwo. Ja. Schon schön Städel, gell? Mit der Kirche da, mit den Bergen im Hintergrund. Also ohne Scheiß, hier ist echt schick. Also, ist schön hier, ja. Da geht das Herz auf. Fahren Sie mal rechts. Rechts! Perfekt. Ah, keine Spontan-Demo diesmal. Oh, jetzt passen Sie auf, dass die Fußgänger nicht überfahren, gell? Ja. Ah,
bis auf den Plattenbau da, den mag ich nicht so ganz, muss ich sagen. Den wollen wir abreißen da. In den rechts hier, oder was? Ja, ja. Aber komisches Zeug. Irgendwo müssen die Leute ja auch leben, ne? Oh, fahren Sie mal rechts, da haben wir was. Da steht was auf dem Grünstreifen, das ist ja genau Ihr Bio-Ding. Ja, das war ein Angestellter. Der ist nicht, der ist so geistig gerade abwesend. Ah ja. Das kann auch mal passieren, gell? Der steht hier schon was länger, ich glaube, der macht Pause, lass den mal. Oh wow. Jetzt haben Sie Ihre Mitarbeiter im Griff. Oder hat der schon 34 Stunden gearbeitet, bevor sie was gemacht haben? Nee, der hat noch gar nicht viel gemacht. Der sollte eigentlich was machen, der sollte mähen. Naja, naja. Wo ist denn der Rosenberg? Oh, ey, jetzt schauen Sie mal auf meiner Kamera am Sägewerk. Fahren Sie ja zum Sägewerk, mit Blaulicht. Da ist jemand drauf, der da nicht hinkommt. Schnell! Machen Sie das Ding an! Wo müssen wir leiten? Sie müssen mich leiten! Jawohl, vorne rechts. Hä? Halt links. Entschuldigung. Das war jetzt schwierig. Wollen jetzt alle raus aus dem Passat. Das hängt, da ist irgendein Zipfer auf meinem Ding da. Das mag ich gar nicht. Rechts oder links? Rechts. Bewegung. Hier müssen wir ein bisschen was müssen wir eine Beschleunigung machen. Ja, das passt schon. Wir bauen einfach Nitro ein. Rechts, links! Oh, rechts, rechts, rechts! Zack! Und rumgezirkelt. Ich feier das so. Oh! Opa, oh. Nein! Mann! Und nu? Jetzt haben wir irgendwie ein Problem. Schwierig! Warten Sie mal, ich hole schnell was. Ja. Diese scheiß Autos! Komm jetzt mit, Herr Kolbleiten, wir müssen uns den schnappen. Ja, auf jeden Fall, ich komm. Sollen wir selber das Signal machen? Ja. Machen Sie das einmal. Nee, nee. Bido, Bido, Bido. Ah, da ist er. Da ist er. Da ist er. Den kaufen wir uns. Hey, Tüpfe! Irgendwie ignoriert er mich. Ja. Wir bleiben einfach mal stehen, wir machen kognitive Wahrnehmung. Ja. Rafa, du hast mich angestupst? Hier, Rheingrub. Was machen Sie auf meinem Gelände? Ja, gucken. Ja, was gucken Sie da? Das ist Privatgrundstück. Das ist Hausfriedensbruch, was Sie da machen. Ja. Mit den dreckigen Arbeitsschuhen auf das schöne Holz. Das will er doch noch verkaufen. Er tut mit diesen sauber. Ja, Herr Reingrub, was machen Sie auf meinem Gelände? Er wollte nur was gucken, ob schon was gebaut wurde. Was wollen Sie denn da bauen? Ich hab da mit dem Bauhof noch gar nicht gesprochen. Wissen Sie das schon vorher? Vielleicht. Herr Kolbleiten, machen Sie mal eine Identitätsfeststellung nach § 163b Absatz 1. Ja. Guten Tag. Mein Name ist Kurt Kolbleiten, Polizist in Ausbildung. Und ich würde ganz gerne einmal eine Personenabfrage machen. Eine Personenkontrolle. Sie fragen nur nach einer Person. Ach so, Personenkontrolle. Oh, ein Moment. Hallo? Hallo? Kolbleiten. Ja? Herr Bergmann hier. Guten Tag, Herr Bergmann. Wo ist der Mitarbeiter? Den haben wir vorhin an der Straße Pause machen sehen. Hier ist noch gar nichts passiert.
Wie, noch gar nichts? Nur nicht ein Hektar ist er. Oh, der sollte eigentlich mähen. Kolmleuten. Ja. Du hörst von mir. Haben Sie mich jetzt bedroht? Hallo? Er hat aufgelegt. Egal. Hallo? Nochmal. Ja, hallo. Haben gern. Sie mal den Anstand und gucken meine Kollegen an, Herr Reingrub. Ich guck doch den Kollegen. Was da hinten so interessant ist. Ja, Sie gucken ja nach links. Nach rechts. Ihr habt alle Links-Rechts-Schwäche, Kornwert. Ja, heute ja irgendwie. Auf der Bürgermeister. Auch der Bürgermeister, der wollte mich angucken und guckt aufs Fenster raus. Alles klar. Wir würden ganz gerne mal eine Personenkontrolle durchführen mit Ihnen. Warten Sie mal. Ich glaube, das war eine Fanfrage. Das darf ich doch gar nicht. Wieso? Ich darf doch gar nicht den Ausweis nachfragen. Herr Kolmleiten, deswegen habe ich gesagt, Paragraf 163b. Absatz 1. Das heißt, im Rahmen der Straftatenaufklärung, Hausfriedensbruch, können Sie den Ausweis verlangen. Ja. Aber ist denn Hausfriedensbruch nicht ein Antragsdelikt? Keine Straftat? Und wer ist jetzt hier Antragsteller, Herr Reingrub? Ich würde mal sagen, jetzt ist Lernstunde. Einen Moment, bitte, ich muss jetzt lernen. Was geht jetzt hier vor sich? Wieso? Ich möchte jetzt wissen, warum Antragsteller und so, was ist jetzt hier los? Es gibt absolute Antragsdelikte und Nicht-Antragsdelikte und Hausfriedensbruch ist ein Antragsdelikt. Das heißt, ist das öffentliche Interesse nicht gegeben, wird es nur auf Antrag der Person verfolgt, die es betrifft. Da das mein Grundstück ist, betrifft es mich. Und ich habe Strafantrag gestellt. Herr Reingrub. Bam. Ja, ah, okay. Damit kann ich arbeiten. Okay, das ist ja toll. Da haben wir wieder was gelernt hier. Ja. Haben Sie das aufgeschrieben bekommen? Bitte? Haben Sie das aufgeschrieben? Um ehrlich zu sein, nur die Hälfte, aber ja. Ja, das lernen wir nochmal. Jetzt machen Sie Ihre Maßnahme. Ja, dann möchte ich gerne einmal bitte Ihren Ausweis haben, Herr Reingrub. Alles klar. Bitteschön. Dankeschön. So, dann werde ich mich jetzt mal ein Stück entfernen und meine Leitstelle anfunken, ja? Nur damit Sie Bescheid wissen, nicht wegrennen. So. Sie haben einen Ausweis. Den brauche ich. Kann ja auch gefälscht sein. So, Steinbach für Steinbach 3112. Steinbach wird. Ich hätte ganz gerne eine Personenabfrage über den Michael Reingrub. Das wäre einmal... Martha? Ah ne, das ist nur beim Nachnamen brauchen sie da, ne? Ja, Michael weiß ich, ja. Ja, okay, Reingrub. Das ist dann einmal Richard, Emil, Ingeborg? Ida. Nordpol. Gustav, Richard, Ulrich, Bertha. Einen kurzen Moment. Ja. Der Reingrub ist ohne weitere Abfragen. Nee, danke, sonst wäre nichts mehr. So verstanden. Alt. Ja. Steinbach Ende. Muss ich das sagen? Nein. Achso, okay. Beendet. War nur gerade wieder irgendwo anders. Ja. Achso. Okay, Herr Reingrub, dann einmal bitte den Ausweis zurück. Vielen, vielen Dank. Laut unserer Zentrale sind Sie clean. Ja. Toll, kommt mit Ihr Klient jetzt kurz. Ja, bitte. Sie haben jetzt den Ausweis zurückgegeben, haben Sie sich die Daten alle notiert? Nee, jetzt ehrlich zu sein, nicht, nein. Für die Anzeige. Oh, wir haben immer reingeholt. Dann brauche ich nochmal bitte einmal Ihr Ausweis. Da wird eine Anzeige gegen Sie jetzt geschaltet. Tut mir leid. Kein Problem. Bitte schön. Dann müssen Sie den Herrn Reingrub auch noch belehren. Okay. Damit wie macht man das? Wirklich? Ja, sollten Sie schon gelernt haben auf der Polizeischule. Ja. Ja. Können Sie das? Nee, ehrlich zu sein nicht. Okay. Dann machen wir das ganz einfach. Herr Reingrub? Ja. Verstehen Sie mich?
Nein, ja, doch, vielleicht, ja. Sie sind beschuldigt einer Straftat, in dem Fall Hausfriedensbruch. Sie können sich zur Sache äußern, müssen sie aber nicht. Sie können einzelne Beweisebungen zu ihrer Entlastung beantragen und auch schon vor der ersten Vernehmung mit der Polizei, also sprich uns, einen Anwalt rechtlich befragen. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Soweit verstanden, ja. Perfekt. Herr Reingrub, wollen Sie was zur Sache sagen? Was soll ich großartig sagen? Ich wollte mir mal nur das Gelände angucken. Ist ja auch städtisch und öffentlich zugänglich. Auch keinerlei Umzäunung. Das hat damit nichts zu tun. Ja, aber... Es ist immer noch Privatbesitz hier rein. Moment, Moment, Moment. Wenn das aber Privatbesitz ist, warum steht da vorne kein Schild? Was das Privatgelände ist? Kennen Sie tatsächlich öffentlich und nicht öffentlich? Und rechtlich öffentlich? Sagt Ihnen das was? Sagt mir was, ja. Aber es ist ja Stadt, gehört ja zu der Gemeinde. Und Sie sind Gemeindemitarbeiter? Nein, aber es ist ja zugänglich für Was machen Sie dann hier? Nein, ist es nicht. Natürlich so. Herr Reingrub, wollen Sie jetzt mit mir diskutieren? Vielleicht. Das ist Privatgelände des staatlichen Forstbetriebes. Da haben nur staatliche Mitarbeiter Zutritt. Sie sind nicht staatliche Mitarbeiter, auch nicht Angestellte des Forstbetriebs. Deswegen haben Sie hier nichts zu suchen. Ja, aber ich wollte mal gucken. Vielleicht finde ich ja jemanden. Ja, nee, dann haben Sie anzurufen. Gibt es eine Telefonnummer vom Forst? Nicht einfach im Gelände rumhaschen und hier rumstehen. Macht doch jeder. Ja, ist mir jetzt neu, dass das jeder macht. Ja, es sind schon einige hier rumgelaufen. Ohne sie. Mag sein, deswegen haben wir ein Kamerasystem installiert, Herr Reingrub. Ja. Jetzt sind sie in die Falle getappt. Das ist dann halt mal so dumm gelaufen. Gut. Im Endeffekt verbuchen wir das Ganze jetzt als Lehrmaßnahme, Herr Reingrub. Ich verweise hiermit des Geländes. Ja. Wir brauchen Sicht mehr draufkommen ohne Genehmigung. Verstanden? Alles klar. Dann einen schönen Tag. Danke, ebenso. Darf ich jetzt über das Gelände drüber und raus? Ja, dürfen Sie. Dankeschön. Und nehmen Sie Ihren Ausweis noch mit, den der Kolbleiten hat. Genau. Bitteschön. Dankeschön. Wiederhören. Tschüss. Oh, wow. Herr Kolbleit, wir müssen das Auto umdrehen. Herr Wart. Herr Wart. Ja. Ich hab doch mal eine Frage. Ja. Gibt es da irgendwie so eine Mappe oder irgendwie sowas, wo ich mir das mal alles, im Internet, wo ich mir das vielleicht mal runterladen kann, eine Belehrung und sowas alles? Oder ist sowas illegal? Nicht, dass ich danach eine Ärger kriege, wenn ich sowas google. Also Sie können danach googeln, aber die meisten Unterlagen sind ja Ausbildung vorbehalten quasi. Okay. Deswegen, aber ich bringe sie ja bei. Jetzt drehen wir mal die Karre um. Ja. Ich fahr mal da runter, ja? Ja, ich lauf schon mal hin und guck da. Der Herr Bergmann wird es wahrscheinlich gleich sehen. Ja, das passt ja. Ja, der steht schon bei unserem Polizeiauto da rum. Der soll sich schleichen. Herr Bergmann, man sieht das! Nein. War das vorhin am Telefon eigentlich eine Drohung? Nein. Was denn? Ein Versprechen. Oh. Hallo? Sie wissen, dass Sie hier einen Halbpolizisten bedrohen? Praktikant. Nee, ich bin Ausbilder. Ausbilder? Ausbildung. Ach, Ausbildung, ne? Ausbilder bin ich nicht, nein. Also ich weiß nicht, was der Wattlinger sich dabei einfällt. Naja, egal. Nee, aber Kolmletten, das geht nicht. Ich stehe in Stress und dein Mitarbeiter ist nicht da. Ja, was soll ich denn tun? Also, wenn meine Mitarbeiter nicht so wie ich wollen, anschreien. Dann laufen jetzt recht geradeaus. Also, anschreien ist nicht immer die beste Methode, du, ne? Ja, wie hast du denn das mit der Karre hingekriegt? Was warst du?
Ich nö, komm, nö, ne, ne. Hast du den Beppi heute schon gesehen? Nee. Den Warwick. Warum? Darf ich dir nicht sagen, das ist ein Geheimnis. Nee, vielleicht kennt Herr Bartlinger den, ich weiß es nicht. Der querschissene, naja, egal. Herr Wartlinger, guten Abend. Guten Herr Bergmann, Abend. Warum haben Sie unser Auto umgeschmissen? Können Sie mir mal erklären? Das war nicht, ich, wie ich hier ankam, lacht er schon auf dem Dach. Ja, das sagen immer alle, die Straftat beginnen. Willst du mir jetzt hier irgendwas unterstellen, nur weil ich hier die Karre auf die Seite Bergmann geschmissen habe? Nein, steige in dein Kackauto ein und verschwindet. Volltrottel. Bergmann, Beleidigung. Zusammenreißen, gell, Spezi? Schnitzmaul. Wie bitte? Schieß gleich hinterher, ich sag's dir. Idiot. Wir müssen die Reifen tasern. Na, haben Sie einen Taser? Nein. Sie? Wenn wir jetzt neu. Nein, ich auch nicht. So, Sie dürfen wieder fahren. Ja, okay. Sind Sie sicher? Aber nicht wieder umdrehen, bitte. Ich gebe mein Bestes. Sollen wir vielleicht mal den Rosenberg besuchen gehen? Der hat doch immer mal Dreck am Stecken. Ja, das können wir echt einmal machen. Machen Sie mal die Sondersignale aus, gell? Das piept, das ist ein bisschen anstrengend auf Dauer. Ich glaube, der ist bei der Feuerwehr, kann der? Zumindest habe ich ihn da vorhin rumrennen sehen. Kann sein, das weiß ich nicht genau. Ja, ne. Ist der Herr Bergmann schon öfters kriminell aufgefallen? Nein, das ist nur Dampfplatte. Okay. Also quasi viel, viel Dampf, wenig dahinter. So, ich war nämlich, ich würde mal ganz gerne so, wenn die Leitstelle mir sagt, so höchst gefährlich oder so, das wäre auch immer nicht schlecht. Ja gut, bis jetzt haben wir halt noch keinen, gell? Ja. Seien froh, seien froh. Warum? Fahren Sie mal links. Entschuldigung, war ein bisschen spät. Ich dreh. Ja, wenn wir höchst gefährliche Leute da haben, dann wäre es ungemütlich. Stimmt wohl. Herr Kolmleit, wissen Sie, was unmittelbarer Zwang ist? Was ist? Unmittelbarer Zwang. Ich glaube, unmittelbarer Zwang ist, wenn diese Person überhaupt nicht einsichtig ist und gewalttätig wird, dann darf man die, glaube ich, festsetzen. Also nicht verhaften oder so, aber Handschellen dran nehmen und auf den Boden setzen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Also unmittelbarer Zwang ist quasi unmittelbare Einwirkung auf Personen oder Sachen durch uns. Genau, ja, ja, ja. Das heißt, in dem Fall, wenn jetzt jemand sich mit normalen Mitteln nicht abbringen lässt, dann müssen wir im Rahmen der Verhältnismäßigkeit unmittelbaren Zwang anwenden. Bedeutet, wir müssen immer das mindeste Mittel nehmen und wenn das nicht oder kein Erfolg verspricht, dann können wir ein Mittel höher gehen. Okay. Das genau. Wäre das Mittel höher, was wäre das? Ja, unmittelbarer Zwang fängt im Endeffekt damit an, mit ihrem Körper, weil sie können auch mit ihrem Körper einwirken. Okay. Also sprich, die Person, so wie jetzt gerade, da hereingruppen möchte, das Gelände nicht verlassen, dann gehen wir quasi hin und bringen ihn raus. Und sobald wir ihn halt anfassen, gilt das schon als Zwang. Ja, weil es ist ja gegen seine Mittel, oder gegen seinen Willen, gegen sein Mittel. Ah. Genau. Und dann ist das quasi der erste Step. Und dann geht's halt weiter. Wir haben dann einen Schlagstock, wir haben ein Pfefferspray und wir haben eine Waffe. Und die Waffe ist immer das letzte Mittel. Ja. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Servus.